Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sonnenedition. Wir sind in der Avenue Royal und müssen... Oh, das ist ein Zygarde-Stück. Der Zygarde-Würfel hat ein geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Und zwar müssen wir nun hierhin. Und da ist Gladio. Ach ja, der Dome Royal. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Komm Null, jetzt ist Schluss mit unserer Einsamkeit. Stürzen wir uns ins Getümmel. Genau, das Gladio. Und ich denke mal, wir müssen da auch mal rein und uns im Dome Royal beweisen. Bin ich mal gespannt. Da ist Gladio. Und eine Cutscene beginnt. Da ist es, das Logo des Dome Royals. Willkommen! Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Ich bin der Botschafter des Battle Royale, des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royal. Wie? Warte, sieht der wirklich aus wie der Professor? Weil der Professor... Tatsache, der Bart. Leute, das ist der Professor. Lol. Hörst du mir denn nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royal. Okay, interessant. Ich bringe Trainern den Battle Royale bei. Ein Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten 4 Trainer mit jeweils 3 Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Ich finde das ziemlich interessant, dass er hier auch noch der Leiter ist und dass er irgendwas mit der Zahl 4 hat. Also er findet die Zahl 4 ja sehr, sehr schön anscheinend. Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Wow, Mask Royal, ich will auch mitmachen, bitte. Alles klar, du bist auch dabei. Du da, du machst auch mit. Und mit mir sind wir zu viert. Echt jetzt? Also dann, beim Battle Royale warten all tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los, auf die Plätze, fertig, Kampf! Ich frage mich nur, ob das jetzt übelst druckeln wird. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Auf jeden Fall, das Stadion ist auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht heiß über. Und hier kommen die Kontrahenten. In der grünen Ecke, Cap mit Lusardin. Warte, habe ich Lusardin als erstes gepackt? Oh lol. In der gelben Marikek. Wuffels von Profi Wrestler in der roten Ecke. Und in der blauen Ecke Gladio mit Typ 0. Okay. Also dann, der Battle Royale beginnt. Ich wusste gar nicht, dass ich mit Lusardin angefangen habe. Und ja, Leute, es ist ein bisschen dolle. Ruckelig, aber wir gehen gegen Wuffels an. Was natürlich Schutzschild einsetzt, ist ja fies. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer welches Pokémon als erstes angreift. Okay, Marikek greift Typ 0 an, Typ 0 greift mich an. Wetter, wow, 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 wow. Übertreibe nicht, Typ 0. Übertreibe nicht. Das fand ich nicht so nett. Bitte, lass mich jetzt als erstes angreifen. Gegen Wuffels, ja! Okay, wir kriegen Wuffels tot. Wir kriegen Wuffels tot. Wir kriegen Wuffels tot. Ja, genau, greift Marikek an. Ist mir egal. Wir kriegen Wuffels tot. Perfekt. Das hast du toll gemacht, Lusardin. Krieg ich Erfahrungspunkte dafür? Der Kampf ist beendet. Okay, so doll geruckelt hat es doch nicht. Zum Glück. Lol, wie wir in unseren Ecken stehen. Na, wie hat es dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Ich bin Kiave, der Feuerkapitän. Ich warte am höchsten Punkt des Vella-Vulkanparks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7.
Wenn du deine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Cap, Tali, wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Mask Royal, woher weißt du denn, dass wir die Prüfungen machen? Ach so, du musst unsere Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Oder er ist einfach der Professor, Tali. Also mir machen Pokémon-Kämpfe total Spaß. Warum machst du beim Battle Royale mit? Damit ich eins nicht vergesse, dass Null und ich nur einander haben. Das klingt hart. Das Leben macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man sich mit allen gut versteht. Dann gelingen einem großartige Sachen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Meine Pokémon sahen auch sehr glücklich aus. So, okay, das war das Battle Royale. Ich weiß nicht, wollen wir hier jetzt noch Menschen ansprechen? Ich glaube eigentlich nicht. Die geben auch einen, glaube ich, nichts. So viel ich mich jetzt noch erinnere. Darum können wir uns somit jetzt weiter begeben. So, gehen wir mal hier schön lang. Ah, stimmt, hier gibt es ja ein Schnäppchenhaus. Und da ist auch nochmal ein Zygarde-Würfelstück. Perfekt. So, mal sehen, was gibt es denn hier so Schönes im Schnäppchen? Willkommen im Schnäppchenparadies, hier explodieren die Rabatte. Hier, mit diesem Coupon bekommst du sagenhafte Rabatte auf unseren Ladenpreisen. Ah stimmt, das Witzige ist ja, man kann hier an den Kassen was holen und je nachdem, wie viel man sich holt, bekommt man Rabatt wegen diesen Coupons. Immer hereinspaziert, willkommen im Schnäppchenparadies. Du siehst zwar aus wie ein talentierter Trainer, aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wenn du als stärkster Trainer von Alola wieder zu mir kommst, habe ich eine Aufgabe für dich, aber ich wollte doch was haben. Oh. Okay, gut. Wie gesagt, das ist eigentlich nur ein normaler Laden, wo man halt ein bisschen Sachen günstiger bekommt. Aber wir wurden ja von Kiave gerade sozusagen herausgefordert. Das heißt, wir müssen auf nach Kiave. Und darauf freue ich mich schon. Denn wir haben ja einen Lusardin. Und mit Lusardin werden wir das auf jeden Fall machen. So, wir haben schon Arrow. Lusardin, Akub, Avelina, Relaxo. Wir haben hier drei Prüfungen vor uns. Eine haben wir schon bestanden. Kiave ist die zweite. Danach kommt die dritte von Maho. Also hier gibt es die, sagen wir es mal, Basisprüfungen mit den drei Basistypen Feuer, Wasser und Pflanze. Hier kommt man erst weiter mit Kiave. Aber ich wollte hier unten jetzt mal ein bisschen gucken, ob es hier irgendwas gab. Wenn bei einem Felsen im Wasser Luftblasen an die Wasseroberfläche aufsteigen, kannst du dort mit etwas Glück ein seltenes Pokémon angeln. Stimmt, hier gibt es keine richtige Angelspots mehr, sondern echt nur da rein. Nur da rein darf man angeln. Ist das fies? Das finde ich irgendwie voll traurig, dass es diesmal nicht immer einen Angelspot gibt. Aber okay, hier müssen wir lang. Wenn du dich nicht den Tanz von Captain Kiava anschaust, verpasst du etwas. Na los, ab mit dir in den Vella-Vulkanpark. Du wirst es nicht bereuen. Und hier werde ich mir ein Feuer-Pokémon fangen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es hier auch ein spezielles Feuer-Pokémon, was ich haben möchte. Hypertrank. Aber theoretisch müssten wir Kiaves Prüfung heute machen, auf jeden Fall. Ein Pokémon-Trainer auf Inselwanderschaft, zeigt mir deine Pokémon, ich will Fotos machen. Ach stimmt, du bist ja eine Ausländerin aus Kanto, Kalos, Johto oder so weiter. Okay, Babsi, auf geht's gegen dein Mauzi. Okay, du kommst aus Kanto. Du hast ein Kanto-Mauzi. Obwohl, in Höhen gab's auch Mauzis, oder? So, ich find's traurig, unser Lusardin ist anscheinend noch nicht so weit, dass es sich seiner Fähigkeit benutzen kann. Und, ja, das war's dann auch mit Lusardin. Das ist jetzt nicht allzu gut, weil wir brauchen nur Sardin. Und ich wollte es hier trainieren. Das ist auch noch so eine schöne Sache. Okay, Rasierblatt. Warum ist es einfach mal schneller als ich?
Bitte nur zweimal. Dreimal. Okay, dreimal. Perfekt. So, das Mauzi haben wir dann gleich besiegt. Kreideschrei. Okay, Kiamauzi haben wir besiegt. Ich wollte gerade sagen, Kiawa haben wir besiegt. Aber nein, Kiawa haben wir nicht besiegt. So, hier muss ich gleich mal nach Feuer-Pokémon suchen. Weil mit Arrow wird das hier wahrscheinlich nicht so ein Zuckerschlecken. Avelina könnte vielleicht auch noch helfen. Stimmt, Avelina könnte auch noch helfen. Warte, ich will ein Pokémon haben. Gibt es hier nur unten? Nur hier Pokémon? So, mal sehen, was taucht denn hier alles auf? Ein Magby. Könnte man nehmen, aber ich will ein anderes Feuer-Pokémon haben. Ich glaube, viele von euch werden sich schon denken, was ich mir für eins nehmen möchte. Und zwar das neue Pokémon Molunk. Am besten noch ein weibliches, damit es sich auch weiterentwickeln kann. Denn nur das weibliche Molunk kann sich weiterentwickeln. So, der Steinwurf, der muss wehgetan haben. So, Magby ruft um Hilfe. Und holt ein zweites Magby. Aber okay, ich will jetzt flüchten. Das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele Magbys. Nein, das finde ich nicht fair. Und das andere setzt Blut ein. Verdammt. Und jetzt bin ich auch noch verbrannt, oder was? Ach nee, das war Feuerwirbel. Alle guten Dinge sind... Ach so, durch Feuerwirbel. Alles klar. Ha, Adlerauge. Die Genauigkeit kann von uns nicht sinken. So. So, Steinwurf hat Instant Kill gemacht. Perfekt. So, das finde ich nicht sehr nett. Avelina, du darfst das andere Magby nun auch töten mit Steinwurf. Nein, keine Finte. Das ging schnell. So, Leute. Ich werde dann mal schnell heilen gehen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, hier bin ich wieder und das Witzige ist, ich habe gerade mal nochmal nachgeguckt, ob es denn hier auch Molunks geben wird. Ja, es gibt hier Molunks, aber wusstet ihr, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Molunk weiblich ist? 12,5%. Und wenn dieses Molunk jetzt nicht weiblich ist? Es ist weiblich! Lui! 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 Es ist weiblich! Wie geil! Alter, du kommst in mein Team, Leute. LOL! Ich guck gerade danach. Ohne Scheiß. Ich habe gerade während der Pause nachgeguckt, ob es hier Molunk gibt. Und das erste Molunk, was hier auftaucht, ist sogar weiblich. Obwohl Molunk einfach mal wirklich die Wahrscheinlichkeit von einem Weibchen 12,5 hat. Was für ein Glück habe ich eigentlich gerade. Oh, dieses Molunk kommt sowas von in mein Team. Sowas von. Molunk. Registriert. Schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, gleich mal genauer an. Durch Verbrennen von Körperflüssigkeiten erzeugt es ein Gas, das Feinde schwindelig und so zu leichten Zielen macht. Oh Mist, ich habe Molunk keinen Namen gegeben. Mist, ich wollte Molunk einen Namen geben. Och nein, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt Molunk. Haben wir ein paar Tränke? Ja. Oh, ich hab's ja sogar gleich gefangen. Perfekt. Och Gott. Leute, wie geil. Gleich beim ersten Mal ein Molunk, was auch noch weibliches. Das ist echt ziemlich, ziemlich geil. Oh, lol. Wo bin ich denn hier? Ach, hier ist schon gleich die Feuerprüfung? Okay. Okay, hier ist ja schon Kiawe. Oh, das ging aber recht schnell mit Kiawe. Das... Ich will dich nach vorne packen. Ja, nee, warte. Avelina muss an zweiter Stelle. Oh, dann war es sogar schon richtig. Okay, dann werden wir uns jetzt so an Kiawes Prüfung tun. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ob ich überhaupt stark genug bin. Ich sollte, glaube ich, beim nächsten Mal trainieren.
Ich bin Skiave. Zusammen mit meinem Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also meine Prüfung, weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich ihr natürlich trotzdem stellen, stimmt's? Oder habe ich recht? Natürlich, unbedingt. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung fordert von allem eines, eine gute Beobachtungsgabe. Du solltest mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. Wie die stehen, wie geil. Und die Musik, wie geil. Ich finde die Musik so geil. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Okay. Das mittlere steht anders. Soll ich das merken? Achso, was ist anders? Achso, okay, das Knogger in der Mitte. Na, sowas, das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knogger! Warte, muss ich jetzt gegen Knogger kämpfen? Okay, anstatt dass er selbst mit uns kämpft, macht. Okay, gut. Sehe ich ein. So, dann würde ich mal sagen, Siedewasser. Siedewasser! Das hat gut getroffen. Und nein! Es kann Tastfluch! Wie bescheiden ist das denn? Ich finde es irgendwie voll süß, dass Knogger hier die ganze Zeit tanzt. Oh, ich wollte schon sagen, nicht nochmal Tastfluch. Ich glaube, Finte würde auch gut treffen, oder? Ich glaube, es ist vom Geist Feuer, der Typ von Knogger. Aber wir haben das erste Knogger besiegt. Okay, jetzt frage ich mich, wie viele Knoggers ich jetzt hier besiegen muss. Das Knogger war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat sich hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Ich finde das so geil. Die Musik. Okay, gut. Einprägen. Okay, gut. Wie geil das Bild. Jetzt muss ich gegen den Wanderer kämpfen, wetten. Na, sowas. Das ging ein bisschen zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Alola! Hat der Wanderer ernsthaft gerade Alola gesagt? Gegenwanderer Garrett. Hallo, Garrett. Mit einem Pokémon. Was hast du denn, mein Liebling? Ein Magma. Okay. Das hört sich für Lusardin bestimmt gut an. Meine kleine Sardine. Ein kleines Siedewasserchen. Oh! Hörst du mal auf. Bitte, ein Volltreffer. Nein! Okay, macht Lake vielleicht ein bisschen mehr? Schon. Eine Rauchwolke. Meine arme Genauigkeit. Das tut mir so weh. Ja, okay. Verdammt. Bitte, Lusardin soll das schaffen. Okay, noch einmal. Bitte, Lusardin. Danke. Okay. Zum Glück hat der Wanderer ja nur ein Pokémon. Und jetzt kommt wieder Finte und Lusardin ist tot. Lusardin ist tot. Mein Name ist Lusardin. Warte mal. Shit, ich sollte das mein Team nicht so lange machen lassen, sich so zu töten. Das wäre, glaube ich, nicht gut, denn wir haben bestimmt noch was vor uns. So. Ja, warum geht denn Steinwurf daneben? Nochmal ein Klärsmog. Danke sehr. Töte es. Danke. So, jetzt frage ich mich, was kommt als nächstes? Was ist der nächste Tanz? Oh, eigentlich will ich meine Pokémon pflegen. Ich glaube, das mache ich wieder zu Anfang im nächsten Part. Weil meine Pokémon, die müssen mich lieb haben am Ende des Let's Plays. Schaust du anderen gerne beim Tanzen zu?
Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin auch ein Spanner. Ich gehe auch jedes Mal zu irgendeiner Tanzschule hier bei mir in der Nähe und, ja, mache ich. Mache ich, ja. Kommen wir zum letzten. Okay, das ist der letzte Tanz. Der Wanderer. Wie geil. Das Herrscher-Pokémon. Vor allem, das Herrscher-Pokémon, das schwarze Pokémon, das unbekannte Pokémon, das seltsame Pokémon, aber das wird das Herrscher-Pokémon sein. Das ist die Weiterentwicklung von Molunk und... Wie geil, das Bild. So geil. Ich finde das Bild so geil. Fira! Auf geht's gegen das Herrscher-Pokémon, Fira. Oder Amphira auch genannt. Die Pose. So geil. Steigert seine Spezialverteidigung. Gut. Gegen Amphira. Amphira ist total unterlevelt, denn Molunk entwickelt sich erst zu Amphira Level 33. Es ist einfach mal 11 Level zu niedrig. So, und noch einmal Steinschlag. Nein! Ruf doch keine Pokémon! Hä, hey, warum konnte ich eigentlich Molunk... Achso, weil die Prüfung noch nicht begonnen hatte. Okay, okay. Und ein männliches Molunk. Ich will aber erstmal gegen Amphira kämpfen. Nichts gegen Molunk, ja. Ja, Doppelkämpfe sind so schön. Doppelkämpfe sind so schön. Giftwolke... Oh ja, Amphira ist tot. Nein! Och, ey. Das finde ich nicht nett. Amphira ist nicht tot. Komm, stirb jetzt so. Okay, Funkenflug. Ich glaube, das killt mich. Ja. So. Jetzt haben wir eigentlich nur noch, ja, Relaxo oder Molunk selbst. Weil das Problem ist ja, dass ich, meine Pokémon alle tot gemacht habe. Aber gegen Amphira müsste Zermürben reichen. Ich denke mal, Relaxo hält das aus. Auch wenn sie alle viel schneller sind als mein Relaxo. Ja, Relaxo hält das locker aus. Och nee, warum Verhöhner? Okay, aber Amphira haben wir besiegt. Perfekt. Molunk erreicht Level 18. Und nochmal Zermürben, und zwar auf das andere Molunk. Dann werde ich mich nach diesem Kampf um mein Team kümmern. Oh, ich dachte schon fast Instant Kill. Schade. Ja, dann werde ich mich um meine Pokémon kümmern und mit ihnen ein bisschen in der Pokémon-Pause spielen. Oh. Relaxo erreicht Level 22. Und hat eine Initiative von 20. Relaxo, das hast du toll gemacht. Du hast Amphira besiegt. Wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium Z überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Danke sehr, Kiave. Prüfung bestanden! Wenn das nur so einfach in echt Leben wäre! Mit der Prüfung. Das wäre so schön. Und so geht die Pose für die Z-Kraft von Typ Feuer. Da
Das ist eine schöne Pose. Euch vielen Dank, liebe Knogger. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Ja, Flottbälle! Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per... Wir können fliegen. Perfekt. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium Z dem Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen nun unseren Tanz fort. Solange bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Z-Kraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon in Alola verbindet. So Leute, das war's für diesen Part. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf dem Weg zur letzten Prüfung auf dieser Insel. Bis dann und ciao.